Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Ja, möge der Vater des Verkackten verkackt sein. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Geheimort der Assassinengräber. Gibt es noch ein Assassinengrab? Ja. Ich sag mal, wir suchen mal den nächsten Assassinengrab auf und gucken, wie spät es ist. Okay. Sich so aufzuführen. Ganz einfach.
Ich bin sicher, ich habe... Ein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. Das Geile ist, wenn man Waffen kauft, Rüstungen kauft, also jede Waffe, jede Rüstungsteil kauft, jedes Gemälde, wertet es der Stadt auf. Also die Stadt wird dann viel beliebter, kann man so sagen. Und es das heißt dann auch wieder am Ende, werde ich mehr Geld in die Kasse bekommen. Geil, Mann. Aber ich glaube, das ist nur bei Assassin's Creed 2 plus gewesen. Bei Brotherhood ist es ganz anders. Ist bei jedem Spiel irgendwie anders. Da haben sie immer was verändert, immer so anders. Halt, das ist nur so, bloß, dass es nicht so ganz eintönig ist. Viele meckern immer für... Also, es gibt Leute, also die nicht so große Assassin's Creed Fans sind, die sagen, Assassin's Creed ist dann zu eintönig. Ja. Ist Final Fantasy auch. Final Fantasy ist sogar noch eintöniger als Assassin's Creed, aber trotzdem mögen das viele und spielen es gerne. Und Assassin's Creed gibt's noch mal, tut es noch ein bisschen verändern, vielleicht neue Geheimwaffen für die Geheimklinge oder was verändern von wie man Geld verdienen kann und so. Und irgendwas Neues dazu. Die verändern so Kleinigkeiten, dass es ja wenigstens nicht so eintönig ist. Und ich bin froh, dass die Assassin's Creed nicht mehr alle ein Jahr rausbringen, weil erstens echt schwierig ist, hinterherzukommen. Und zweitens, das Spiel, es wird dann garantiert, dass das Spiel dann viel besser wird als bitte, das vorige. Haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterna nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Am Ende ist es immer wieder Geschmackssache. Es gibt Spiele, die haben mehr negative Bewertung, weil sie halt nicht größtenteils nicht der Geschmack der Leuten trifft. Und es gibt halt Spiele, die traben mehr positiv als negativ, weil sie mehr von dem Geschmack der Spieler trifft als die anderen Games. Das ist halt immer Geschmackssache. Aber ich finde, man sollte keine schlechten Bewertungen geben, wenn das Spiel halt nicht jedem Ding ist. So Final Fantasy ist halt sagt nicht mein Ding, also gebe ich auch keine schlechten Bewertungen, wenn euch Assassin's Creed nicht euren Ding ist, also wenn ihr das Spiel einfach nicht gerne spielt oder halt, wie schon gesagt, halt nicht euren Ding ist, dann kann man es eigentlich schlecht bewerten. Also, man kann es eigentlich gar nicht bewerten, weil man es eigentlich ja nicht so richtig einschätzen kann. Rene, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Zum Beispiel ich hab schon mal Final Fantasy X gespielt.
aber war halt nicht mein Ding und kannst er halt entsprechend auch nicht richtig bewerten. Deswegen enthalte ich meine Bewertung. Und das sollten viele gleich genauso machen. Meiner Meinung nach. Und viele sollten aufhören, in Entwicklung irgendwas zu verlangen. Das ist so dämlich. Entwickler entwickeln ihre Spiele so, wie sie es wollen. Das ist Kunst, Leute. Spiele zu entwickeln ist Teil des Kunstes. Und Kunst kann man nicht verlangen. Außer der Künstler tut euch gerade nachmalen. Da könnt ihr schon etwas teilweise verlangen, aber Spiele programmieren, Spiel entwickeln ist Kunst. Und Kunst kann man eigentlich nichts verlangen. Weil jeder seinen eigenen Geschmack des Kunstes hat. Das sieht man an den Gemälden, das sieht man an Gebäuden, an Statuen. Jede Statue, jedes Gebäude, jedes Gemälde ist anders. Weil jedes Geschmack des Kunstes anders ist. Und das ist genauso wie bei Programmieren. Und deswegen frage ich mich immer, wieso verlangen die Leute übelst irgendwas an bessere Grafik, besseren Spielqualitäten, wenn das eigentlich des Entwicklers Geschmacks ist. Niemand verlangt es allen, das Spiel zu kaufen, wenn es eigentlich gefällt. Und das haben viele Leute heutzutage vergessen. Leider. Zum Beispiel Assassin's Creed ist Kunst. Eine Kunst, die man spielen kann und noch Geschichten erzählt und genau, eigentlich Geschichten erzählt von der Spielgeschichte und von der Welt. Zum Beispiel, wer hat dieses Gebäude gebaut, wer hat das Gebäude erfunden, wie lange hat es gebraucht, etc. Das habe ich euch ja schon alles vorgelesen. Und das ist auch wie eine Art Kunst. Autos, wie zum Beispiel Autos bauen, ist auch eine Kunst. Bringt die Menschen voran, die Kunst, aber ist eine Kunst. Zum Beispiel Kochen. Kochen ist auch eine Kunst. Ich habe eine Ausbildung als Beikoch gemacht und ja, da hat mir ein Lehrling erzählt, dass man sich auch ein bisschen weiter hinausragen muss, sollte, um was selber zu konstruieren, also Sachen wie mal erfinden. Und ja, da habe ich schon recht gegeben, aber bevor man irgendwas erfinden kann, muss man erstmal die Grundeigenschaft hinkriegen. Weil wenn man die Grundeigenschaft des Kochens nicht beherrscht, fließend beherrscht, da kannst du nicht irgendeine neue Rezeptur erfinden, weil es dann am Ende bloß noch Bullshit wird. Deswegen Leute, hört auf, irgendwas zu verlangen, weil Kunst kann man nicht verlangen. Kunst kann man nur was bitten. Und ob die Künstler die Bitte nachgehen, liegt an den Künstlern selber. Also verlangt nicht, bittet.
Und ich habe das nächste Assassins-Siegel gefunden. So. Jetzt habe ich meine Predigt gehalten. In eine Kirche. Schön, oder? Da gehören Predigten immerhin. In der Kirche. Aber im Ernst, Leute. Verlangt nicht, bittet. Zum Beispiel Let's Play ist eine Kunst, die jeder anders führt. Und ob die Kunst diejenigen viele Leute trifft und nicht trifft, ist auch wieder so hier Geschmackssache deren Künstler, also Let's Player. So, jetzt machen wir die Mission hier. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an Ungnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb! 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 Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Stirb! Stirb einfach! Bitte! Ich brauche Hilfe! Lass Lorenzo in Ruhe! Scheiße, zu früh. Na, oh, schon wieder zu früh. Hä? Jetzt reicht's mir aber. Schnauze. Schnauze! Lorenzo! Dich mache ich mit den Blades fertig. Oder auch nicht. Nur mal gleichen Fehler. Du Feigling! Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es drum. Es geht wieder eine Flucht ran so.
Nee, Lorenzo, nicht Florenzo. Sorry, Leute. Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Ah, nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Und sein Bruder ist tot. Wie meine Brüder. Wir haben fast das gleiche Schicksal. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Francesco de Pazzi! Ich töte ihn. Und seine ganze Familie. Sie werden ausgelöscht! Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Nächster, bitte. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Anschließend. Folgt mir nach. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal Größten! Kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld! Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Von mir aus. Gerne. Mit Lieben. Poliziano. Poliziano war eine Art Wunderkind. Er lernt mit 10 Jahren Latein und Griechisch. Bereits mit 18 wurden Schriften von ihm veröffentlicht. Lorenzo de' Medici stellte ihn als Privatlehrer für seine Kinder ein und sorgte dafür, dass er eine Stelle am Studio Fiorentino in Florenzo erhielt. Unglücklicherweise war Poliziano nicht jedenmanns Lieblingslehrer. Im Jahre 1494 starb er an einer Arsenvergiftung. Vermutlich steckte seine ehemaligen Schüler Piero de Medici dahinter. Francesco de Pazzi, aufgewachsen als Adliger in einer Stadt, die von den neureichen Medici bezaubert war, lernte Francesco das Bürgertum zu hassen und ihre Aufsteiger. Er musste mit ansehen, wie die Bank der Medici seine eigene übertrumpfte und der jahrhundertealte Einfluss auf die florentinische Regierung entrann ihm. Anscheinend bot ihm der Spanier eine Lösung. Statt sich mit dem dreckigen Bankgeschäft auseinanderzusetzen, musste Francesco nur eine Sache für die Templer tun, um das Bürgertum ein für alle Mal in die Schranken zu weisen. Die Medici töten. Giovanni Auditore versuchte, Francesco durch seine Verhaftung aufzuhalten. Aber die Templer erledigten das. Signore. Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Na klar, los. Lass ab von mir, Mistkerl. Seid gewarnt, meine Freunde. Er tötet zum Vergnügen. Und Dio... Hat er gerade? Oh Gott!
Die Leute, draußen herrscht Krieg und er macht immer noch seine Ansprachen. Idiota. Du schon wieder! Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Wieso bist du nicht tot? Ich mach mit dem Dolch fertig. Du bist ein toter Mann. Oder er schießt. Jetzt stirbst du. Nee, klar, du stirbst. Jetzt. Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Was für eine Pussy! Ich werde dich so töten, mein Freund. Sag's doch. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Libertà! Libertà! Popolo e libertà! Libertà! Francesco! Kein Libertà mehr? Nein? Schöne Abschreckung jetzt. Republik Florenz.
Leo Lorenzo de Medici, Geburtsjahr 1449, Beruf Herrscher von Florenz. Lorenzo de Medici regierte geschickt das Florenz der Renaissance in seiner Blütenzeit. Er erhielt den Traum, warte mal kurz, weiter. Er hielt den Traum der Florentinischen Republik aufrecht und ließ den Menschen dabei zugleich nur wenig gesetzliche Macht. Lorenzo Großvater Cosimo gründete die Medici Bank und schuf so eines der einflussreichsten Geldinstituten in Europa, durch das er sagenhaft reich wurde. Lorenzo wurde als der klügste von Cosimos Enkeln angesehen und bereits als Kind auf diplomatischen Vertretungen geschickt. Sein Vater war zwar kränklich und unfähig, doch seine Mutter war eine Dichterin. Sie stellte Lorenzo viele bedeutende Künstler der damaligen Zeit vor und träufelte ihm so die Liebe zu Kunst und Kultur ein. Im Jahr 1469, mit gerade einmal 20 Jahren, also wurde Lorenzo das Oberhaupt der Familie Medici. Ab diesem Zeitpunkt gewann er mit Hilfe von Freunden im Stadtrat, Schmiergeldern, strategischen wichtigen Eheschließungen und Drohungen schnell die Grundkontrolle über die florentinische Regierung. Doch Florenz gedeihprächtig mit Lorenzo als Strippenzieher. Sowohl zwischen den streitenden Stadtstaaten Italiens Frieden geschlossen und mehrere Meister der Renaissance-Kunst wie Potenziali und Michelangelo konnten sich unter seinen Obhut entfalten. Letztens endet war Lorenzo glücklicher, wenn er Gedichte schreiben und indirekt Einfluss nehmen konnte, als bei der Leitung der Bank seiner Familie. Zu seinen Lebenszeiten gingen mehrere Zweige der Bank bankrott und das Vermögen der Medici wurde für Frivolitäten wie Turnierkämpfen und Anlässen verschwendet. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk.
Möge Gott uns alle schützen. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de' Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bandione, bekannt für seine Grausamkeit. Bandione wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bandione war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Was für eine Verschwörung. Es, wenn sich irgendein dahergelaufener Irrer daneben benimmt und mir meine Dienste... Kommt, seid nicht schüchtern. Bleibt zurück! Hilfe, Wache! Ein Mörder! Hübsch. Schöne, enge Hose. Danke. Ich muss fort. Bleibt zurück. Geht dir mal auf den Sack, ey. Fegefeuer? Bist du für einer? Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Kannst du mal sehen. Leonardo. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Selbst Hustensaft kann töten in hoher Dosis, meine Freunde. Alles, jede Medizin kann in hoher Dosis tödlich sein.
Vergesst das nie, meine Freunde. Seid vorsichtig mit Medizin und haltet die... das ein, was euer Arzt euch sagt oder ihr Apotheker. Nehmt niemals mehr. Nada. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinie von Florenz wurde entdeckt. Beende sie, indem ihr den Händler von auf den Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert, Lorenzo. Jetzt bin ich also ein persönlicher Auftragskiller. Lol. Alter! Sorry, Alter, aber du warst mir im Weg. Nichts Persönliches. Dankeschön für die gesamte Landung. Waghalsig ist mein zweiter Name. So, wo ist er? Ist er nicht. Ist hier lokalisiert? Die Toten? Gottes Zorn wird fort. Oh nein, Gottes Zorn! Ich lach mich kaputt. Ich muss gehen. Ja, das solltest du am besten.
Home sweet home. Das sagt ihn durch die Nase. Fiona Florenz. Nicht schlecht. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Yep. Rabatt. Buon viaggio. Und hat wieder Wert gesteigert. Ezio, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Nicht jetzt, Onkel. Siegel Nummer 1. Hä? Wer war denn der zweite Siegel? Zwei sind da, fehlen bloß auf Vierer. Ezio, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Nicht jetzt, Onkel. So, meine Freunde, ich mache mal vorerst mal hier eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 2 mit mir, eurem Prima und Ezio Auditore. Tschüssi.